Mahlzeit bei Natur und Garten. Ja, heute gibt es lecker Sauerkrautsuppe. Ich habe ja vor kurzem das Video hochgeladen, wo ich die Verkostung gemacht habe vom Sauerkraut. Ich glaube, das war jetzt letzten Mittwoch gewesen. Ja. Und damit mir der Topf jetzt da nicht so weiter stehen bleibt, muss das Sauerkraut natürlich auch weiterverarbeitet werden. Beziehungsweise, wie gesagt, wir haben es ja den Tag dann auch Mittag gegessen. Und ja, ich will heute allerdings was anderes machen, und zwar eine Sauerkrautsuppe. Kenne ich so nicht. Ich habe allerdings das Rezept oder so ein Rezept in meinem DDR-Kochbuch gefunden. Es ist auch kein originales, es ist ein Nachdruck. Ja, da habe ich ein Rezept drin gefunden. Und ja, ich zeige euch einfach mal, was man dafür braucht. Ja, und hier haben wir auch schon alles, was wir brauchen. Fangen wir hier gleich bei den Gewürzen an. Also Salz und Pfeffer habe ich jetzt nur Pi mal Daumen, da gibt es keine genauen Angaben. Das muss auch jeder selber abschmecken, wie er das haben möchte. Wir essen gerne ein bisschen schärfer, wer nicht, der nimmt eben weniger. Ich habe es jetzt bloß hier so angedeutet, das wird aber nicht weggeschmissen, das wird gleich noch mit genutzt. Paprikapulver allerdings habe ich mir abgemessen. Dann haben wir, Paprikapulver ist edelsüß noch dazu. Dann haben wir hier Creme Fraiche. Hier hinten in der Schale ist Öl, ganz normales Sonnenblumenöl. Hier ist mein Sauerkraut drin. Schinkenfleisch und hier vorne Bockwürstchen. Hier Zwiebeln, Mehl und Salz. Und in diesem kleinen Schälchen ist wahrscheinlich... ja, der Grund, warum ich hier ein paar Negativbewertungen kriegen werde, aber stehe ich zu. Ich selber habe keine Fleischbrühe, in dem Rezept ist Fleischbrühe mit angegeben. Und darum greife ich hier auf Pulver zurück, das habe ich mir auch schon für mein Rezept abgewogen. Ja, sorry, aber es geht nun manchmal, geht es halt nicht ohne Pulver. Ja, wer mich jetzt wegen das Brühepulver da... disliken muss oder was, meinetwegen, der soll es tun. Ich habe da kein Problem mit. Die Mengenangaben, das werde ich wieder so machen wie bei den anderen Rezepten. Ich werde einmal das Originalrezept unten reinschreiben, unten in der Videobeschreibung. Und in Klammern dahinter werde ich nehmen oder werde ich die Werte reinsetzen, hinschreiben, die ich genommen habe. Es ist nicht so hundertprozentig das, so wie es da steht. Also wie gesagt, das sind jetzt 750 Gramm Fleischwaren, werden jetzt für mein Rezept angegeben. Ich habe ein Kilo genommen. Ich schmeiße ja nicht irgendwo da 250 Gramm Fleisch weg. Ja, wie gesagt, das Originalrezept kommt so rein und dahinter in Klammern das, was ich genommen habe an Mengen. Und ja, auf geht's. So, ich habe schon mal einen von Hasis guten Töpfen aufgesetzt. Ja, die hat sie von mir jetzt erst zu Weihnachten gekriegt. Und ja, die nutze ich dann natürlich auch gleich mit, wenn ich hier drinne koche. Naja, ist noch nicht ganz so weit. Mal noch einen kleinen Augenblick warten. Aber es fängt jetzt an. Ja, als erstes werden wir die, oder werde ich die Zwiebeln anbraten und das Fleisch. Das kommt als erstes rein. Ja. Es sieht auch schon so aus, als dass wir anfangen können. Ja, und wer jetzt sagt, ja, typisch Männer, die schenken der Frauen da Küchenutensilien. Nein, so ist es nicht ganz.
Sie hat sich dieses Kochtopfset gewünscht und das hat sie von mir natürlich auch bekommen. So, gehen wir jetzt einfach das Fleisch gleich schon mit rein. Wobei das wahrscheinlich eigentlich wieder zu viel ist. Ja, das Fleisch ist hier Schinkenfleisch, das gab es bei uns im Discounter wieder im Angebot, weil Haltbarkeitsdatum nur noch bis morgen war, um die Hälfte gesenkt. Ja, bevor die das dann wegschmeißen, verarbeite ich das lieber noch. So, ich werde die ganze Sache jetzt anbraten und damit euch das nicht zu langweilig wird, hole ich euch wieder mit dazu, wenn das soweit durch ist. Ja, man sieht es, ich war schon wieder zu schnell mit der Menge. Der Topf hat mich wieder verleitet, alles reinzuhauen. Ich habe jetzt hier schon etwas Paprikapulver reingemacht. Jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen mit Mehl, einen Esslöffel voll Mehl bestäuben. Dabei immer rühren, damit das nicht klumpt. Ja, mit dem Esslöffel hatte ich mir das Öl abgemessen. Darum klebt das ein bisschen. Alles halb so wild. Genauso wie ich das Mehl eben reingestreut habe, habe ich das eben auch mit dem Paprikapulver gemacht. Immer, wie gesagt, rühren dabei. Man sieht schon, es bindet jetzt etwas. Und gleich geht's weiter. So, das ist jetzt ja quasi meine Brühe. Ich gebe jetzt erstmal das Wasser dazu. Es braucht nochmal einen halben Liter. So. Dann kommt mein Brühpulver dazu. Wie gesagt, man möge es mir verzeihen, aber ich kann oder ich habe die Zeit einfach noch nicht dafür gefunden, sowas mal selber zu machen. Das ist nächstes Jahr, für dieses Jahr eigentlich geplant, dass ich Knochen und allen möglichen Abschnitte, die wir beim Fleisch hier beim Kochen haben, bei uns in der Küche, einfrieren und dann werde ich das alles mal auf einen Hucken auftauen und dann mal so eine Fleischbrühe kochen, anrühren. Wie auch immer. So, jetzt kommt auch das Sauerkraut mit rein und mich deucht schon, dass der Topf hier irgendwie ein bisschen zu klein ist. Aber es geht noch. Kurz Hände waschen. Jetzt auch bis auf Salz, Pfeffer und Bockwurst alles schon drin. Und die Creme Fraiche, die fehlt natürlich auch noch. Aber ich sag mal, es sieht schon so wie auf dem Foto abgebildet, sieht das Ganze schon aus. So halbwegs, noch nicht so hundertprozentig, aber kommt hier noch was rein. Ja. So, die Ganze muss jetzt 40 Minuten leicht vor sich hin köcheln. Da wir energiesparende Leute sind, nehmen wir natürlich einen Deckel drauf und dann können wir das auch runterdrehen. Ja, wenn die 40 Minuten rum sind, dann hole ich euch wieder mit dazu. So Leute, die 40 Minuten Kochzeit sind um. Ja, ich habe ab und zu jetzt schon durchgerührt immer wieder. Oh, das riecht wirklich gut schon. Ich gebe jetzt ganz einfach die Würstchen noch mit dazu.
Der Topf reicht schon wieder nicht. Aber wir haben jetzt fast alles drin. Die sollen jetzt einfach bloß noch ein bisschen Wärme mitziehen. Und ich werde in der Zeit jetzt, also hier den Klecks Pfeffer, ein bisschen Paprikapulver und das Salz haue ich jetzt so komplett rein. Abschmecken werde ich das jetzt ohne Kamera. Ja, weil auf unseren Streuern hier sonst überall also Salz und Mehl habt ihr ja gesehen, da steht es nicht drauf, aber auf den anderen steht überall drauf, wo es herkommt, wer es hergestellt hat und. Da ich hier keine Werbung machen will und da auch kein Geld für kriege, beziehungsweise selber auch, habt ihr ja gemerkt, auch noch keine Werbung geschalten habe hier auf dem Kanal. Ich will hier keine Werbung machen und damit ich da auch nicht in eine Bredouille komme, mache ich das jetzt kurz ohne Kamera. Und ja, zum Abschluss hole ich euch wieder mit dazu. So, ich habe jetzt hier nochmal eine gute Prise Pfeffer rangemacht. Also ich denke mal, das war insgesamt ja, so 1,5 Teelöffel, was ich jetzt hier rangemacht habe an Pfeffer. Wie gesagt, ich habe auch die doppelte Menge. Und ja, insgesamt Salz, keine Ahnung, vielleicht 1,5 Esslöffel ungefähr. Aber wie gesagt, da sind die Geschmäcker ja verschieden. Und das muss jeder für sich ausmachen. So, das Ganze kommt jetzt erstmal auf die kalte Platte. Seht ihr das denn jetzt auch noch? Ich muss euch mal kurz ein bisschen justieren. So, ja, das sieht doch schon ganz lecker aus. Ich habe auch schon probiert, ist richtig geil geworden wieder. Ja, das ist schon einer der größeren Töpfe. Ich weiß nicht, wie viel Liter. Da werden wir wahrscheinlich mehr wie 2 Tage von essen, aber das ist egal. Es ist wirklich. Wirklich klasse. Da ein Weißbrot zu oder ein Brötchen oder irgendwas reicht vollkommen aus. Fleisch drin, Bockwurst drin, Sauerkraut drin. Wahnsinn. So, fehlt natürlich noch eine Zutat und zwar der Fettmacher. Ja, das ist Creme Fraiche, das sind 200 Gramm. Wer die Fettanzahl, da, die Prozente auch noch wissen möchte, das sind 30%. Ja, stand zumindest drauf auf dem Becher. Das Ganze werde ich jetzt noch einrühren, damit das noch ein bisschen cremig wird, hoffe ich zumindest. Ja, eigentlich laut Rezept ist es, soll man das wie bei der Soyanka nachher zum Schluss beim Servieren erst drauf geben. Aber wie gesagt, wir wollen das ja bloß warm machen und essen dann gleich. Und ja, wie gesagt, so ein Creme Fraiche offen stehen lassen ist auch immer doof. Also gleich mit rein im Pott. Oh, absoluter Hammer. Wenn ihr das riechen könntet, Wahnsinn, richtig geil. So, nochmal ein Löffel. Jetzt ist mein Löffel weg. Wo ist mein Löffel hin? Ich wollte auch noch mal ein bisschen mir die Schnauze verbrennen. Oh, richtig geile Sache. Leute, kocht das wirklich mal nach. Macht das einfach. Ich werde mir da jetzt gleich ein Telefon reindrehen, während ich das Video schneide und hochlade. Ja, also das ist wirklich klasse geworden. Ja. Wer jetzt meint, ey Alter, hör auf zu kochen, mach was mit dem Garten. Ja, erstmal, wie gesagt, es geht bei mir auf dem Kanal natürlich nicht bloß um den Garten, sondern auch um die Weiterverarbeitung, wie gerade ihr sehen. Ja, Garten ist bei mir noch nicht. Nächste Woche ist, ja, nächste Woche Freitag fängt gerade der Februar an. Also ich werde erst Ende Februar mit den ersten Aussaaten anfangen, mit dem Vorziehen. Ich verstehe das auch immer nicht. Alle erzählen von Bio und ökologisch und keine Ahnung und hast du nicht gesehen. Und wenn ich dann jetzt so bei Facebook reingucke und sehe, dass da mit UV-Lampen und Heizplatten wird da gearbeitet, das ist nicht ökologisch.
Und wenn ich dann nachher anfange, wie gesagt, ich fange Ende Februar, fange ich an, dann ja, werden die ersten Pflanzen vorgezogen. Und ja, zumindest für meine Gefilde reicht das alle Male hin. Ich bin hier in Mitteldeutschland, Sachsen-Anhalt. Das reicht. Was soll ich nachher mit so einer Pflanzen, wenn die raus müssen und das Wetter ist noch nicht offen, so wie letztes Jahr, wo wir dann Anfang April noch Nachtfrost hatten und ja. Ja, wie gesagt, Kochvideo, es wird definitiv noch ein Sauerkrautvideo geben. Ich habe nämlich gerade in dem Kochbuch da ein bisschen geblättert. Und zwar ist da noch ungarisches Rahm-Sauerkraut drin. Das hört sich auch ganz lecker an, das werde ich auch nochmal probieren. Das war es eigentlich erstmal dazu. Ja, wer jetzt sagt, das kann man auch anders machen, richtig, kann man. Das ist jedem selber überlassen. Ich wollte das jetzt wirklich mal nach dem Originalrezept, so wie es im Kochbuch steht, machen. Eine Alternative zum Fleisch wäre auch Kassler gewesen, passt auch immer gut zu Sauerkraut. Kann man anbraten und dann mitkochen und machen und tun. Ja, man kann die Würstchen auch anbraten vorher und dann mit reingeben zum Warmmachen nochmal und durchziehen. Und das kann man alles machen. Man kann da auch noch Kümmel mit reinmachen und. Ja, man kann da ganz viel machen. Wie gesagt, ich versuche das immer so einfach wie möglich zu halten. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ja, dass das Video jetzt nicht wieder so lang wird und da Kritik kommt, werde ich dann hier auch Schluss machen. Weil die Suppe muss jetzt erstmal durchziehen noch bis morgen. Ich werde natürlich jetzt noch beim Schneiden einen Teller weghauen. Das geht ja, also das, nee, ohne geht nicht. Ja, ansonsten einfach mal, wie es euch hier auf meinem Kanal gefällt, einfach mal Kommentar unten lassen, wie ihr das Video findet, was ihr anders gemacht hättet und. Ja, einfach mal Kommentar da lassen, liken, disliken, wie gesagt, mit der Brühe. Ja, ging nicht anders. Abonnieren nicht vergessen. Ich würde sagen, bis die Tage, macht's gut.